Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des ARK Beginners Guide. Heute gucken wir uns mal ein bisschen näher das Zähmen an, von größeren Dinos dann auch. Und nebenbei werde ich euch nochmal alle möglichen anderen interessanten Dinge erzählen, die mir gerade so einfallen. Es ist wirklich schwer, das Ganze hier in wenigen Episoden zusammenzufassen, aber ich werde es weiter versuchen. Zum Beispiel gibt es hier ja noch diese ganzen coolen Skins. Zum Beispiel gibt es hier diesen Dino-Glasses-Skin, der ist also für Dinosaurier. Dann gibt es den Parasaurus-Skin, der ist für den Sattel von Parasaurus. Da haben wir jetzt im Moment noch keinen. Und es gibt diesen Hunter-Head-Skin, den kann man also auf jeden Helm und jede Mütze anwenden. Jetzt haben wir zum Beispiel so einen coolen Hut auf. Und dann gucken wir uns jetzt heute mal so ein bisschen die Optionen an, habe ich gedacht. Das hier sind die Grafikoptionen, die ganze linke Seite hier. Dazu habe ich mal ein eigenes Tutorial gemacht. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das mal an. Das findet ihr auch in der Tutorial, also in der ARK Tutorial Playlist. Und hier rechts habt ihr dann die eigentlichen Spieleinstellungen. Und hier habt ihr die Tastenbelegung, soweit die hier mit drin ist. Das sind definitiv nicht alle, aber zumindest mal so ein paar. Und die wichtigsten sind eigentlich die ganzen Pfiffe. Die sollte man sich auf Tasten legen, sodass man die findet und auch möglichst schnell benutzen kann. Zum Beispiel könnt ihr hier die Tiere einzeln auf Follow pfeifen oder einzeln von Follow runterpfeifen mit Y. Und dann gibt es hier die ganzen Pfiffe für alle Tiere. Man kann alle auf Neutral, alle auf Passiv oder alle auf Attack My Target pfeifen oder auch alle auf Aggressiv. Dann kann man hier zum Beispiel alle auf einen bestimmten Ort pfeifen. Also man kann denen sagen, sie sollen dahin laufen. Das ist auch ganz cool. Das ist bei mir nicht wirklich gut belegt im Moment. Habe ich selten benutzt. Das ist noch recht neu. Und dann gibt es hier noch zum Beispiel Attack this Target. Man kann die auf Angriff pfeifen, dass sie irgendwen angreifen sollen. Das ist auch ganz cool. Und ähnliches. Also es gibt hier unglaublich viel einzustellen. Das sind so die ganz interessanten Sachen eigentlich. Dann haben wir noch nicht geguckt, was B und N eigentlich machen. Das kann ich euch auch nochmal kurz zeigen mit B. Wenn ihr B gedrückt haltet, seht ihr oben in der rechten Bildschirmecke so ein Mikrofon. Und alles, was ich hier, während ich B drücke, erzähle, könnten theoretisch, wenn ich auf einem Server spielen würde, alle anderen Mitspieler hier in-game hören. Das ist also praktisch der in-game Voice-Chat. Und mit N kann ich zum Beispiel Taschenlampen anschalten, die Laservisiere von irgendwelchen Waffen an- und ausschalten und ähnliches. Das ist also auch eine ganz nützliche Taste. Und dann gibt es hier noch die Emotes, die vielleicht ganz cool sind. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wie man die ganzen Emotes eigentlich nutzt und macht. Und ich habe zwei Emote-Keys festgelegt auf dem Numpad, die 1 und die 2. Und wenn ich jetzt die 1 gedrückt halte, dann rufe ich dieses Rad hier auf. Und da könnt ihr also alles hier einzeln nutzen. Und wenn ihr in den K-Mode geht, dann seht ihr genau, was ihr macht. Zum Beispiel, oh, tut mir leid und so. Und ihr könnt auch einzelne Emotes auf Tasten legen, also auf die beiden Emote-Tasten. Zum Beispiel habe ich auf der 2 jetzt das Cheer drauf und dann habe ich für die Begrüßung hier immer das Wave, also Winken, auf der 1 liegen. Dafür geht ihr einfach mit der Maus darüber und drückt dann die 1 und dann ist das festgelegt. Dann klickt ihr einfach in die Mitte oder so und dann habt ihr diese beiden auf den Hotkeys festgelegt. Das ist also ganz cool. Außerdem, wenn ihr ins Inventar geht, ist es ganz cool, wenn man Q drückt, das ist ganz gut zu wissen, dass man dann dieses Overlay komplett umstellt, also diese ganzen Namensanzeigen und so weiter. Das ist also so eigentlich deutlich angenehmer. Ich glaube, das hier ist die Standardeinstellung, ist vielleicht ganz nett, wenn man komplett neu ist und überhaupt nicht weiß, was das alles ist, weil so steht nicht mehr dabei, was es ist, aber man kann auch einfach mit dem Mouse-Over hier checken, was es ist und da steht dann die gesamte Beschreibung. Von dem her denke ich, dass die Anzeige hier einfach so ein bisschen überladen ist, die braucht man eigentlich nicht, so ist es eigentlich viel besser. Das ist auch sowas, was ich erst relativ spät rausgefunden habe. Auch noch was, was vielleicht schon einigen von euch aufgefallen ist. Die Items haben alle so eine Health Bar hier und die verlieren mit der Zeit Haltbarkeit. Das ist noch ganz interessant. Zum Beispiel ist der Hatchet schon fast kaputt. Wenn wir jetzt loslaufen, mit dem Hatchet hier ein bisschen auf so einem Stein rumkloppen, dann wird der kaputt gehen. Und jetzt ist er kaputt. Das heißt, wir können ihn nicht mehr nutzen. Der ist auch aus unserer Hand verschwunden. Und ist jetzt da unten in der Leiste. Mit dem Mouseover sehen wir, was wir brauchen, um den zu reparieren. Jetzt können wir den entweder hier in unser Inventar ziehen, dann landet er irgendwo hier oben und können hier draufklicken und Repair Item klicken. Oder wir lassen ihn einfach direkt in der Leiste und klicken einfach die 2 und dann repariert er jetzt auch wieder, wenn wir alle nötigen Ressourcen haben.
Und da ist er schon wieder. Dann gibt es auch so ein paar Items, wie zum Beispiel die Speere. Die haben keine Health Bar, aber die können sehr wohl kaputt gehen. Wenn wir jetzt hier mit dem Speer auf so einen Stein draufhauen oder auf den Boden oder so, dann gehen die normalerweise ziemlich schnell kaputt. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht der Fall ist. Normalerweise würden die dann relativ schnell kaputt gehen, auch wenn man Dinos angreift, gerade so hartschalige Dinos, wie zum Beispiel Schildkröten, dann gehen die Speere sehr gerne kaputt. Und vielleicht kann ich euch das hier an so einem Parasaurus mal zeigen. Schildkröten wehren sich nämlich. So, der ist kaputt. Obwohl wir ihn einfach nur gepikst haben. Man sollte also immer mehrere Speere dabei haben. Wenn wir nämlich irgendwann mal gegen einen gefährlichen Dino kämpfen, zum Beispiel gegen einen Raptor, und jetzt haben wir jede Menge Hide, das ist doch schon mal super cool. Und dann geht unser Speer kaputt und das war unser letzter Speer. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen, weil diese Waffen hier, das ist nicht wirklich gut, um sich zu verteidigen. Also man kann ein bisschen was machen damit, aber eigentlich braucht man definitiv diese Speere. Die haben eine größere Reichweite und machen deutlich mehr Schaden. Also das ist auf jeden Fall the way to go. Man sollte also immer nach Möglichkeit zumindest 3 Speere dabei haben. Uns fehlt jetzt auch schon wieder einer, damit man sich zu jeder Zeit gescheit verteidigen kann, auch wenn mal einer kaputt geht. Was wir überhaupt noch nicht gemacht haben, ist, uns mal die Nächte anzuschauen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Im Moment sehen wir nicht viel. Das allererste Engram, was man automatisch gelernt hat, ist das Fackel-Engram. Das ist hier und die Fackel kostet eben ein Holz, ein Flint, ein Stein. Die können wir uns jetzt herstellen. Und die ziehen wir dann einfach in die Aktionsleiste. Ungefähr so. Machen wir sie mal auf die 5, da habe ich sie meistens. Und dann sehen wir plötzlich wieder was. Super cool. Im PvP nicht unbedingt zu empfehlen, da sieht uns jetzt jeder meilenweit. Aber im PvE unglaublich wichtig, dass wir hier was sehen und die Nächte nutzen können. Außerdem, wenn ich die Fackel jetzt wegpack und wir gucken, wie warm es ist. Nachts ist es deutlich kälter als tagsüber. Wir haben jetzt nur 9 Grad hier am Strand. Wenn ich aber die Fackel auspacke, oh, ihr seht schon, links unten, wir haben jetzt den Cold Debuff. Food decreases faster, das heißt, wir brauchen jetzt mehr Nahrung, weil es kalt ist. Das ist super wichtig zu wissen. Wenn es noch kälter wird, dann verlieren wir auch noch Hitpoints und brauchen dann noch mehr Nahrung, um das wieder hochzuregen. Also, kalt bedeutet, wir brauchen viel Food. Wenn ihr irgendwo hingeht, wo es kalt ist, nehmt viel Food mit. Und dieser Kälte-Debuff verschwindet, wenn wir die Fackel rausnehmen. Das dauert dann einen Moment, dann sollte der eigentlich verschwinden. Und tut er im Moment nicht, doch jetzt tut das. So. Weil die Fackel uns wärmt. Alle Feuerquellen wärmen uns auch. Genauso das Lagerfeuer. Wenn es jetzt noch kälter wäre, dann wäre uns trotz Fackel kalt. Dann könnten wir aber hier rübergehen und das Lagerfeuer anmachen und dann wäre uns nicht mehr kalt, weil das Lagerfeuer uns noch zusätzlich wärmt. Dementsprechend gibt es dann auch noch Öfen und alles Mögliche, was man sich bauen kann, um einen schön warm zu halten. Natürlich können wir auch ins Haus gehen, das funktioniert genauso. Da sind die Insulation-Werte höher, da ist uns dann auch nicht mehr kalt. Trotz allem empfiehlt es sich auf jeden Fall, tagsüber rumzulaufen und nachts eher was in der Base zu machen. Es gibt manche Dinos, die sind nachts so ein bisschen aggressiver. Außerdem sieht man halt einfach viel weniger und viele Tiere, wie zum Beispiel Raptoren, die aggroen auf große Distanzen und tauchen dann plötzlich auf und nehmen einen ganz böse auseinander. Da muss man also unbedingt aufpassen. Nachts am besten eher so in der Nähe der Base unterwegs sein, vielleicht ein bisschen craften und die anderen Sachen dann lieber mal tagsüber machen. So, jetzt legen wir aber endlich mal los hier mit den Tranks. Und zwar wollen wir jetzt größere Dinos zähmen. Das geht mit der Schleuder dann nicht mehr oder nur noch sehr schlecht. Teilweise geht es auch gar nicht. Deswegen brauchen wir jetzt den Bogen. Den suche ich gerade. Hier ist er. Da ist der Bogen. Da sind die Steinpfeile. Und dafür können wir auch noch Trank Arrows lernen. Trank Arrows lernt man erst ziemlich spät. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was man für ein Level braucht. Aber da muss man schon relativ hoch sein. Wir können die noch nicht lernen, weil wir die Narcotics noch nicht gelernt haben. Die können wir schon deutlich früher lernen. Die hätten wir schon lange lernen können, hier zusammen mit den Thatch-Sachen ungefähr. Hier sind die Stimulants und da sollten eigentlich auch die Narcotics sein. Hier sind die Narcotics und jetzt können wir auch diese Pfeile herstellen. Das ist praktisch das nächste Tier, um Tiere zu betäuben, nach der Schleuder. Und um Narcotic herzustellen, brauchen wir die Mortar und Pestle, also praktisch den Mörser. Der kostet 6 Engram Points, ist auch ziemlich früh zu lernen. Und den können wir uns jetzt herstellen aus 65 Stein und 15 Leder. Dann stellen wir den in unsere Hütte. So.
Gehen wir mal hier rein. Stellen den hier einfach auf den Boden. Stellen wir den hier neben die Kiste. Wunderschön. Da können wir jetzt ins Inventar gehen und da sind dann die Consumables drin, die Drugs, also die Drogen praktisch. Und da können wir jetzt aus diesen Stimberries und Spark Powder könnten wir Stimulant herstellen und aus schlechtem Spoiled Meat und Narcoberries können wir Narcotics herstellen. Deswegen habe ich das schlechte Fleisch aufgehoben. Jetzt können wir hier 13 davon herstellen. Das ist auch ein sehr guter Weg, um XP zu bekommen. Davon kriegt man extrem viel Erfahrung, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir können jetzt dann Pfeile herstellen, für die brauchen wir Thatch, Flint und Fiber. Stellen wir einfach mal ein paar her. Stellen wir einfach alle her, haben's ja. So. Und aus diesen normalen Pfeilen können wir dann die Trank Arrows herstellen. Da brauchen wir dann einen normalen Pfeil und einen Narcotic. So, das dauert jetzt einen Moment, die Narcotics dauern sehr lange. Aber dafür geben sie eben auch sehr viel XP, solange man in der Nähe ist. Das macht auch Sinn, das zu machen, während man in der Base ist, wenn man nur auf eine gewisse Entfernung die XP bekommt. Wenn man weiter weggeht, dann kriegt man keine Erfahrung dafür, dass man diese Narcotics hier durchlaufen lässt. So, jetzt haben wir unsere ersten Narco-Arrows. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Bogen. Der kostet Holz und Fiber. Den stellen wir uns auch direkt her. Und das dauert auch einen Moment. Dann geben wir gleich noch so ein paar Pfeile in Auftrag. Gut, da ist der Bogen fertig. Den ziehen wir uns hier in die Leiste. Wir brauchen die Schleuder jetzt praktisch nicht mehr. Wir haben ja den Bogen. Und dann müssen wir die Munition wählen. Wir können jetzt die Steinpfeile laden. Oder wir laden hier die Trank Arrows rein. Und wenn wir den jetzt rausnehmen, dann wird der Pfeil reingezogen und wir sind startklar. Jetzt können wir hier irgendwas zähmen, wenn wir wollen. Und das machen wir auch direkt mal. Und zwar zähmen wir uns noch so einen Parasaurus. Irgendeinen schönen niedrigen, den Level 6er zum Beispiel. Einfach, um das Ganze auszuprobieren. Und die meisten Tiere nehmen mehr Schaden, wenn man sie in den Kopf trifft. Zum Beispiel so auch dieser Parasaurus. Deswegen versuche ich, den jetzt in den Kopf zu treffen. Nicht, weil ich Schaden machen will, sondern weil ich praktisch Torpor-Damage machen will. Also Torpor-Schaden. Und da macht man auch mehr, wenn man den Kopf trifft. So, jetzt dreht er sich gerade weg. Jetzt habe ich zu lange geredet. Jetzt machen wir es einfach so, dass wir ihn ganz normal treffen. Und jetzt flieht er erstmal. Und ich habe voll daneben geschossen. Wahrscheinlich habe ich unseren eigenen Dino getroffen. So, jetzt ist er aber down. Also die machen deutlich mehr Torpor-Damage als die Steine natürlich. Und jetzt können wir den Dino hier ganz normal wieder auszähmen, so wie wir das schon kennen. Diese Parasaurier kann man auch ganz früh zähmen. Die sind super praktisch. Die sind relativ schnell, haben relativ viel Gewicht und sind sehr, sehr ausdauernd. Im Gegensatz zu den meisten anderen Dinos. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als wir das Trike geritten haben. Wenn ich hier jetzt... Gut, das ist im Moment auch überladen. Aber wenn ich jetzt sprinte, dann seht ihr, wie schnell die Ausdauer runtergeht. Die ist jetzt bei der Hälfte. Und jetzt ist sie gleich aus. So, jetzt ist sie aus und wir können nur noch laufen. Super langsam. Und da sind diese Parasaurier einfach viel, viel besser. Mit denen kann man sehr gut reisen und größere Distanzen zurücklegen. Deswegen sind die auf jeden Fall auch ein sehr toller Dino am Anfang, mit dem man viel anfangen kann. Das nächste zum Reisen wäre dann natürlich ein Flugtier. Da wäre dann als erstes der Pteranodon zu nennen. Den kann man sich relativ früh zähmen. Das ist eigentlich auch einfach, den zu zähmen. Aber das Problem dabei ist natürlich, dass man den Sattel sehr spät erst lernen kann. Das kann ich nicht genau sagen, ab wann. Ich glaube, auf Level 30, 35, sowas kann man den Pteranodon-Sattel erst lernen. Das heißt, das ist am Anfang einfach noch zu weit weg. So, jetzt stellen wir uns aber mal den Sattel hier für den Parasaurus her. Parasaurus-Sattel. Kostet 9 Engram Points. Und da ist er auch schon. Den stellen wir uns jetzt her. Der kostet wahrscheinlich wieder Leder und ein bisschen Fiber und Holz. Also nichts Tragisches eigentlich. Und sobald wir den Sattel haben, setzen wir den Sattel hier mal auf. Dann können wir ihn auch direkt ausprobieren. So, wir haben jetzt auch noch diesen coolen Skin. Den Sattelskin, den können wir hier jetzt in den Slot ziehen. Wir müssen ihn erstmal irgendwie so... Okay, das geht nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss diesen Skin dann erst auf den Sattel draufziehen und dann den Sattel auf den Dino rüberziehen. So. Und jetzt seht ihr, der hat ja so eine coole blaue Decke drunter. Sieht also ganz schick aus. Und jetzt können wir mit dem hier rumreiten. Die sind nicht super schnell. Habe ich nicht behauptet. Aber sie sind relativ schnell. Man kann natürlich noch ein bisschen Movement Speed skillen, damit die ein bisschen schneller werden. Haben ziemlich viel Gewicht. Und das große Ding ist halt einfach, die Ausdauer hält ewig lange. Man kann also einfach mit denen
große Distanzen zurücklegen und gut vor anderen Dinos fliehen und so weiter, was jetzt mit den Trike oder so einfach nicht möglich ist, weil das zu langsam ist und ganz, ganz schlechte Ausdauerwerte hat. So, wir können auch was Lustiges machen. Wir haben ja diesen Dino Glasses Skin, den können wir natürlich auch mal nutzen. Den müssen wir wahrscheinlich auch wieder direkt auf den Sattel ziehen, denke ich mal. So. Und wo ist der Dino Glasses Skin? Ziehen wir auf den Sattel drauf. Jetzt können wir hier diese Brille aufsetzen praktisch. Jetzt hat unser Trike so eine riesige Brille auf. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen auf Reisen und ich erzähle euch da in der Zeit noch mal so ein bisschen was zum Zähmen von Tieren. Also es gibt für fast alle Tiere gibt es Kibbel. Das sieht aus, nee, das sind keine Piranhas. Immer schön nach Piranhas gucken. Kann man so ganz gut. Da ist ein Piranha, der kommt auch schon, aber wir sind gleich wieder aus dem Wasser raus. Das ist also kein Problem. Und für die meisten Tiere gibt es eben so ein Futter, was sie bevorzugen. So ein Kibbel, was man mischen kann. Und das nehmen die dann sehr gerne und zähmen leichter aus und besser. Das heißt, man kriegt ein höheres Level raus. Das muss man meistens im Kocher herstellen und ist ziemlich aufwendig. Man braucht dann Dinosaurier-Eier und zwar immer die richtigen und Zutaten wie Gemüse, was man erst anpflanzen muss. Da kann man dann so ein Gewächshaus dafür bauen und noch so ein paar andere Zutaten wie zum Beispiel Fleisch. Und da braucht man dann kein normales Fleisch, sondern Jerky und das stellt man dann zum Beispiel in der Räucherkammer heißt die, glaube ich, auf Deutsch her. Preserving Bin. Und das sind so die Zutaten, um Kibbel herzustellen. Das ist also eher was fürs Late Game. Das ist ein Pteranodon hier, den können wir dann später auch zähmen. Level 4, der braucht wahrscheinlich nur einen Pfeil und dann ist er down. Wäre kein Ding, aber wir können ihn im Moment sowieso noch nicht reiten. So, das hier sind Drops. Da gibt es verschiedene Farben. Das ist jetzt ein blauer. Den kann man erst relativ spät looten. Und der hat jetzt so einen Ring außenrum, deswegen denke ich, dass das ein Supply Drop ist. Das ist nur so eine neue Mechanik. Genau, da sind dann irgendwelche Ressourcen drin oder so. Da sind jetzt aber irgendwelche Blueprints drin. Da gibt es Unterschiede zwischen den Drops. Und hier können wir auch die ganzen Bossportale beschwören. Es gibt drei Bossportale. Es gibt die Brutmutter, es gibt den Megapithecus und es gibt den Drachen. Das sind die großen Arc-Bosse. Wenn ihr hier die Zutaten habt, diese ganzen Artefakte, die findet ihr in den Höhlen. Dann könnt ihr die Bosse rufen. Beziehungsweise ihr ruft dann hier ein Portal und durch dieses Portal könnt ihr dann in diese Boss-Arenen reisen und die Bosse bekämpfen. So, wenn wir das Ding leeren, dann ist es weg. Man sollte die Bosse auch nicht hier rufen, sondern bei den großen Obelisken. Die habt ihr vielleicht schon so ein bisschen aus der Entfernung gesehen. Da kann man dann auch seine Dinos zum Beispiel hochladen oder seinen Charakter hochladen und auf einen anderen Server transferieren und solche Sachen. Die sind also auch ganz interessant von der Location her. Hier links seht ihr zum Beispiel so einen, der schwebt da in der Luft. Und von den Dingern gibt es immer drei Stück auf der Karte. Den roten, glaube ich, den grünen und den blauen. Genau. Im Prinzip haben die alle genau die gleiche Funktion. Und um noch so ein bisschen bei den Tames zu bleiben, es gibt eben unterschiedliche Zähmmethoden. Wir kennen jetzt vor allem die aktive, die haben wir jetzt mehrmals genutzt. Dann gibt es noch das passive Zähmen. Da zähmt man die Tiere, ohne sie zu betäuben. Das können wir vielleicht an dem Lystro oder so ausprobieren. Lystros waren ja einige unterwegs. Vielleicht sehen wir da nochmal irgendwo einen. Und da muss man einfach wissen, was die Tiere gerne fressen. Und genau das, was die gerne fressen, packt man sich dann auf den letzten Itemslot, also praktisch da, wo jetzt unser gekochtes Fischfleisch ist, auf der 0. Und dann können wir mit der E-Taste die Tiere füttern und auszähmen, während sie irgendwo rumlaufen. Das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik. Das funktioniert auch bei Tieren, die so halbaggressiv sind. Das heißt, bei Tieren, die wie zum Beispiel Spinnen und ähnliches, die eigentlich aggressiv sind, da kann man aber dann sich zum Beispiel Mixturen herstellen, damit die nicht mehr aggressiv sind, damit die einen nicht mehr angreifen und kann dann trotzdem nah rangehen und sie auf diese Art auszähmen. Das ist also praktisch so die zweite große Zähmmethode. Ich sehe jetzt im Moment nichts in der Richtung. Ich glaube, da vorne ist ein Lystro, ne? Gehen wir mal davor. Da sind jetzt auch ziemlich viele Dinos unterwegs, die für uns gefährlich sind. Und zwar sind diese drei kleinen hier Kompis. Die treten immer im Rudel auf. Solange die alleine sind, sind die friedlich. Erst wenn die im Rudel kommen, werden die böse und greifen einen an. Und die machen jetzt gerade diesen Dillo nieder. Und die schaffen das wahrscheinlich, weil es 4 gegen 1 steht. So.
Da vorne ist der Lystro, da wollen wir kurz hin. Dann zeige ich euch nochmal kurz so ein bisschen, wie das passive Zähmen funktioniert. Viele Tiere wie der Lystro, die sind komplett passiv und friedlich. Die wehren sich auch nicht, wenn man sie angreift. Und die kann man dann sehr gut passiv zähmen. Nehmen wir mal diese Bären hier auf den Nuller-Slot. Und wenn wir dann hier rangehen, dann sehen wir schon, der will gefüttert werden. Wir können nochmal kurz irgendwas anderes in die Leiste ziehen, unser Fleisch zum Beispiel. Dann sehen wir hier, put taming food in last item slot. Da muss man halt wissen, was das ist, muss man ein bisschen rumprobieren. Und in dem Fall ist das Beste hier, wenn wir die Measure Berries nehmen. So, jetzt haben wir sie ihm gegeben und der futtert die jetzt. Ihr seht den Taming-Fortschritt. Jetzt dauert es ein paar Minuten und dann wird er nochmal fressen. Dann geben wir ihm einfach noch eine Beere und dann zähmt er aus und wir haben den kleinen Lystro gezähmt. Und da hat er wieder Hunger. Jetzt geben wir ihm noch eine Beere und jetzt gehört er uns. So, was machst denn du? Bleib mal stehen. Level 1er Lystro. Genau. So funktioniert also das passive Zähmen. Da oben steht sogar noch ein Lystro. Lystros sind ganz cool. Die kann man streicheln und dann kriegt man so einen XP-Buff. Und die machen lustige Sachen. Zum Beispiel springen sie in die Luft. Mehr können die eigentlich nicht. Und wir haben jetzt alle diesen XP-Buff. Wieso hast denn du den eigentlich nicht? Vielleicht standest du schon wieder zu weit weg. Oh. Kompis. Kompi und Dillo. So, der Parasaurus kann sich nicht wirklich verteidigen. Normalerweise würde ich jetzt einfach weglaufen. Ist ein bisschen unpraktisch, weil wir einen Lystro dabei haben, der sich auch nicht verteidigen kann. Also, ich denke, wir steigen jetzt einfach ab und machen das per Hand. Die sind eigentlich nicht super gefährlich, die Dillos. So, man kann die ganz gut besiegen mit einem Speer oder so. Ich glaube, unser Lystro ist geflohen. Der hatte zu viel Angst. Also er hat auf jeden Fall den XP-Buff bekommen. Und er hat jetzt auch dieses Zeichen über dem Kopf, dass er einen XP-Buff hat. So, ich glaube, ich habe euch die wichtigsten Sachen so erzählt, die wichtig sind für den Start in Ark. Was ich noch vergessen habe bei den Drops, es gibt jede Menge unterschiedliche Drops mit unterschiedlichen Farben. Die einfachsten sind eben weiß, dann kommt grün, dann kommt, glaube ich, gelb oder blau. Da bin ich mir nicht sicher, wie die Reihenfolge ist. Dann kommt lila und dann gibt es noch rot. Rot ist, glaube ich, ab Level 70 lootbar. Im Moment geht Ark bis Level 100. Ich bin jetzt zum Beispiel Level 100 und so könnte dann so eine Skillverteilung aussehen, wie ich sie hätte. Ich hätte zumindest 30 Fortitude, damit mich die Temperaturen nicht so stark beeinflussen und ich nicht so viel Torpor-Damage nehme, beziehungsweise das schneller wieder wegrecke, wenn ich Torpor-Damage nehme. Und Movement Speed hätte ich jetzt 134 auf jeden Fall, damit ich vor einigen Tieren weglaufen kann. Das müsste auch schon reichen, um vor Raptoren wegzukommen normalerweise. Und das ist unglaublich wichtig, weil da kann man einfach meistens nicht viel machen, außer zu rennen. Und ansonsten Gewicht habe ich gerne sehr viel, weil ich sehr viel baue und sehr viel Zeug mit mir rumschleppe und so. Da ist das oft sehr nützlich. Wir können nämlich nicht allzu viel mit uns rumtragen. 600 Gewicht ist das Maximum, was wir tragen können, womit wir uns dann noch überhaupt bewegen können. Aber ab einem gewissen Gewicht, das können wir jetzt auch mal so ein bisschen ausprobieren mit Steinen oder so, da bin ich mir wieder nicht sicher, wie die Werte sind. Aber ab einem gewissen Gewicht sind wir dann verlangsamt und das geht dann alles ziemlich schnell. Und dann können wir uns kaum noch bewegen. So, jetzt haben wir es geschafft. Das ist jetzt zum Beispiel so ziemlich das Maximum, was wir tragen können. Wir können jetzt nicht mehr sprinten und das hier ist die maximale Laufgeschwindigkeit. Die ist nur so hoch, weil ich eben so viel Movement Speed geskillt habe, sonst wäre das alles noch viel langsamer. So, du kannst da mal stehen bleiben, Lystro. Und da kommt gleich wieder ein Dillo angerannt. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr sammeln würde, dann kämen wir ans Maximum und ich könnte mich nicht mehr bewegen. Wir sind jetzt bei 530. Das ist eigentlich schon zu viel. Wir können uns eben nicht mehr so bewegen, wie wir das wollen. Also ab 500 oder so ist dann eigentlich schon Schluss, selbst wenn wir 600 Gewicht haben. Jetzt schmeißen wir ein bisschen was raus und dann sollte das gleich wieder besser werden. So. Und dann müssen wir mal gucken. Okay, der Dillo kommt nicht zu uns. Jetzt mal wieder ein bisschen was essen. Und ansonsten, was die Werte hier angeht, Food und Water lasse ich eigentlich immer auf 100. Das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Muss man halt hin und wieder was essen. Ist halt einfach so. Oxygen braucht man nur, wenn man länger tauchen möchte. Dafür gibt es aber später dann eine Taucherausrüstung. Das ist eigentlich auch nicht notwendig. Ich glaube, das erhöht auch den Movement Speed im Wasser. Oxygen bei den Tieren auf jeden Fall. Beim Menschen bin ich mir nicht sicher. Beim Charakter. Und Stamina reicht mir 140. Damit komme ich dann mit dem Movement Speed eigentlich von allem weg, was ich möchte. Kann man natürlich auch ein bisschen höher skillen, mache ich jetzt nicht. Und Hitpoints brauche ich auch nicht unendlich viel, weil ich bin sowieso nicht der, der hier kämpft, sondern das sind die Dinos. Als Mensch selber kann man hier in dem Spiel nicht besonders viel anrichten. Also man braucht auf jeden Fall Dinos.
Und wenn wir auf dem Dino sitzen, sehen wir hier rechts oben die gleichen Statistiken, die wir haben. Rechts unten. Und rechts oben sind einfach die Dino-Statistiken. Da haben wir wieder Gewicht, Food, kein Wasser. Das haben die Dinos nicht. Aber Stamina zum Beispiel und natürlich die Hitpoints. So, eins muss ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar, wir töten jetzt einfach mal diesen Affen hier. Und jetzt ist der tot. Dann gibt es so ein paar Sachen, die passieren können. Ich glaube, im Moment sind hier keine Insekten in der Gegend, deswegen kann ich euch das schlecht zeigen. Wir nehmen die mal kurz mit davor. Und die Insekten sind eigentlich friedlich, bis sie irgendwas sehen, was tot ist. Zum Beispiel diesen Affen hier. Jetzt seht ihr, die kommen alle. Die heißen Meganeuras. Und auch andere fleischfressende Dinos kommen dann sofort und versuchen, die Tiere hier zu fressen. Und werden auch aggressiv und greifen gezielt uns an. Seht ihr jetzt, dass sie uns angreifen. Und wir können es natürlich mit dem Speer wehren. Die beste Strategie ist, wenn ihr euch duckt, also Steuerung drückt und dann nach oben mit der Waffe, also mit dem Speer, die Tiere abstecht. Das will ich euch jetzt aber mal nicht zeigen, sondern ich will euch zeigen, was passiert, wenn ihr euch mit Insekten anlegt, genauso wie mit allen möglichen anderen Tieren natürlich. Und zwar ist es das, was euch in Ark wahrscheinlich extrem häufig passieren wird. Ihr werdet nämlich einfach aufgefressen und sterbt. Das ist ganz normal in Ark, das passiert ständig und das ist einfach was, woran man sich gewöhnen muss. Das Wichtigste ist, dass man immer guckt, wo man ist, damit man weiß, wo die Leiche liegt und die dann auch wiederfindet. So, wir können jetzt in der Sleeping Bag oder in unserem Bett respawnen. Das haben wir ja extra aufgestellt. Hier ist unsere Base. Das ist also alles super gut. Dann klicken wir einfach hier das an, wo wir spawnen wollen und dann Respawn at Bed. Wir können auch einen neuen Survivor erstellen, also praktisch einen neuen Charakter. Das solltet ihr auf keinen Fall drücken, niemals, weil ihr dann nicht in euren alten Tribe reinkommt. Das heißt, ihr fangt wieder bei 0 an, habt einen neuen Charakter mit Level 1 und keine Dinos, keine Base, nichts. Also auf keinen Fall das Ding drücken, sondern Respawn at Bed. So, da sind wir wieder. Tür steht eh noch offen. Das heißt, wir können uns direkt wieder auf die Socken machen. Wir rennen hier wieder den Strand hoch, genau dahin, wo wir gestorben sind. Und dann sollte da unsere Tasche liegen. Normalerweise würde da auch unsere Leiche noch liegen, die liegt da jetzt aber nicht, weil wir ja von den Tieren aufgefressen wurden. Das heißt, da liegt jetzt nur noch unsere Tasche. Wir haben uns aber glücklicherweise gemerkt, wo wir gestorben sind und können die deshalb jetzt wieder einsammeln und haben dann praktisch alle Ressourcen und alle Waffen und so weiter, die wir vorher auch hatten. Und da die Insekten schon alles aufgefressen haben, sollten die jetzt auch nicht mehr aggressiv sein, was ganz praktisch für uns ist. Dann kriegen wir dann nämlich keine Probleme. So, das ist übrigens ein riesen Bronto hier. Die sind super gut zum Bären sammeln. Das ist vielleicht auch noch sowas, was ich euch so ein bisschen erzählen könnte. Da sind die Insekten, die sind jetzt alle friedlich. Solange bis wieder irgendwas im Umkreis stirbt. Take all from inventory und dann haben wir das Zeug wieder. Genauso gibt es übrigens auch eine Taste hier, drop all items. Da können wir das alles wieder fallen lassen und dann haben wir hier so eine Tasche liegen. Und dann kann das zum Beispiel irgendwer anders übernehmen oder was auch immer. Das ist auch ganz praktisch. Genau, dann gibt es jede Menge Dinos, die alle ihre eigene Rolle haben in Ark. Es gibt auch viele Dinos, die man im Moment nicht mehr so wirklich braucht. Aber die meisten Dinos haben eigentlich ihre eigene kleine Rolle. Und bei vielen Dinos ist das zum Beispiel Ressourcen sammeln. Und das ist auch sowas, was unglaublich wichtig ist. Das zeige ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen auf der Map. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob man die Map unbedingt dafür braucht, aber es gibt halt bestimmte Ressourcen immer bestimmten Gegenden, zum Beispiel auf den Bergen, da seht ihr die Höhenlinien, wo die großen Berge sind. Vor allem im Norden der Karte und im Zentrum gibt es einen kleineren Berg. Je höher die Berge, desto mehr Ressourcen gibt es da dann auch. Ab einer gewissen Höhe gibt es einfach sehr viel Metall, sehr viel Kristall, gibt es Obsidian. Das sind so die Ressourcen, die man auf den Bergen findet. Natürlich gibt es auch überall ganz viel Stein, sind ja Berge. Und das sind jetzt so die hauptsächlichen Bergressourcen. Da findet man auch relativ viele Rare Flowers, wenn man die Blumen abfarmt. Ansonsten Rare Flowers und Rare Mushrooms findet ihr beides in den Sümpfen hauptsächlich. Die erkennt ihr eben daran, dass da jede Menge Krokodile und ähnliches unterwegs sind und relativ flaches Wasser mit Piranhas und so weiter. Die sind auf der Map auch nicht eingezeichnet. Die gibt es immer mal so wieder. Vor allem zum Beispiel südlich und südwestlich der zentralen Insel, die ihr da seht. Ansonsten bestimmte Ressourcen, zum Beispiel Öl, gibt es nur im Snowbiome an Land. Ansonsten gibt es überall unter Wasser im Meer. Und genauso Silica Pearls gibt es vor allem im tiefen Wasser oder
dann auch an den Stränden und also im flachen Wasser beim Snowbiome. Da gibt es dann ein bisschen interessantere Ressourcen, weil die Gegend auch gefährlicher ist einfach. Und dann gibt es eben Dinos, die bestimmte Ressourcen ganz gut aufsammeln können. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt auch ein Dino-Ei. Das habe ich gerade noch entdeckt, als ich hier vorbeigelaufen bin. Dino-Eier findet ihr auch öfter. Wenn ihr die hochnehmt, müsst ihr wissen, dass alle Dinos aus der entsprechenden Art euch direkt angreifen. Selbst Dinos, die sonst friedlich sind und sich teilweise noch nicht mal verteidigen würden. Da drüben ist übrigens ein Kano, das Viech mit den Hörnern, das Zweibeinige. Vielleicht habt ihr es noch gesehen, das ist jetzt hinterm Stein verschwunden. Die sind super gefährlich am Anfang. Auf keinen Fall mit denen anlegen. Große zweibeinige Fleischfresser sind nie eine gute Idee. Genau, jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Dinos und den Ressourcen. Das will ich euch noch ganz kurz erzählen und dann machen wir eigentlich langsam Schluss. Dann habe ich euch, glaube ich, die wichtigsten Sachen erzählt, die ihr am Anfang wissen müsst. Juhu, endlich wieder Wasser. Und zwar gibt es ganz spezielle Dinos für ganz spezielle Aufgaben. Es gibt zum Beispiel Biber und Mammuts, die sind super gut zum Holz sammeln, wenn ihr Holz braucht. Dann gibt es Megaloceros, die sind gut, um Thatch zu sammeln, also Stroh aus den Bäumen. Dann gibt es zum Beispiel Wölfe, sind hauptsächlich gut, um Fleisch zu sammeln. Die machen besonders hohen Alpha-Damage, also die haben einen sehr hohen Schadensmultiplikator, machen sehr viel Schaden und sammeln entsprechend viel, weil die Sammelrate auch mit dem Schaden, den die Tiere zusammen macht, die die Tiere machen, zusammenhängt. So rum. Okay. Dann gibt es die Brontos, die sammeln auch Thatch, Holz und jede Menge Beeren. Die sammeln in einem ganz großen Umkreis alles auf. Das ist super gut, wenn ihr richtig große Mengen an Beeren braucht. Die sind natürlich auch groß und langsam, aber auch relativ stark. Sind auch ganz coole Tiere und haben zum Beispiel einen Plattformsattel, auf den kann man dann auch eine kleine Base bauen. Wenn ihr Stein braucht, nehmt ihr am besten einen Dodikurus. Das sind so Gürteltiere. Die sind ziemlich rund mit einem langen Schwanz und einer Keule dran. Und dann gibt es noch Enkis, Ankylosaurier, die sind gut, um Metall zu sammeln und Crystal und ähnliches. Wenn ihr Fiber braucht, dann zähmt ihr euch am besten einen Bären oder einen Gigantopithecus, also so einen riesen Menschenaffen. Die sammeln Fiber, wenn man sie auf Wandering stellt, dann sammeln die passiv alle Blumen auf und sammeln das Fiber daraus. Das ist super praktisch. Und dann gibt es natürlich noch so die etwas späteren Late-Game-Ressourcen, zum Beispiel Organic Polymer. Da kann ich euch noch sagen, wo ihr das herbekommt. Zum Beispiel bekommt ihr das aus den Pinguinen, die im Snowbiome rumlaufen, aus den Kairukus. Und dann gibt es noch so Tricks wie zum Beispiel die Frösche, die Beelzebufo heißen die. Die großen Frösche, die sind ganz gut zum Cementing Paste Farmen. Sind die einzigen Tiere, glaube ich, die Cementing Paste farmen. Alle anderen sammeln erstmal nur Chitin und dann muss man das mit Stein in Cementing Paste umwandeln im Mörser. Aber die Frösche können direkt Cementing Paste sammeln zum Beispiel. Das ist noch ein ganz netter Trick. Genauso könnt ihr auch zum Beispiel Schnecken zähmen. Wenn ihr die in irgendeine Box packt und dann da auf Wandering stellt, dann erzeugen die automatisch so ein bisschen Cementing Paste für euch. Achatina Paste heißt das Zeug dann. Wird aber auch als Cementing Paste verwendet. So, ich habe mir mal wieder so ein bisschen was angezogen und ich denke, ich habe euch jetzt wirklich so die wichtigsten Sachen für den Start erzählt. Das sind so die wichtigsten Infos, glaube ich. Damit solltet ihr ganz gut starten können und dann braucht ihr natürlich auch noch ein bisschen was, was ihr selber entdecken könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall total viel Spaß mit Ark. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen und den Einstieg erleichtern. Ich weiß, der ist nicht einfach in Ark, aber ich finde, gerade das macht den Reiz aus von so Survival Games und gerade der Anfang ist eigentlich so das Spaßigste überhaupt an Ark. Das war's jetzt aber erstmal von mir. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn wir uns in einer der anderen Ark-Serien wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was dazugelernt und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!